Schloss Schönbrunn. Die einstige Residenz der Habsburger ist eine der Hauptattraktionen Wiens. Bei Hofe wurde gut gegessen, unter anderem auch Apfelstrudel als Dessert. Für Kaiser Franz Josef war sogar ein Tag ohne Strudel wie ein Himmel ohne Sterne, wie er einmal sagte. In der Hofbackstube wird die Wiener Backtradition fast täglich demonstriert. Alexandra Früh aufweist, dass Kaiserin Maria Theresia das Rezept für den Apfelstrudel einst in Ungarn kennen und lieben lernte. So brachte sie auch das Rezept hier an den Kaiserhof in Wien und hat es auch etwas verfeinert. Und so entstand auch der Original Wiener Apfelstrudel. Ein Ei, lauwarmes Wasser, zwei Prisen Salz und Sonnenblumenöl sind die Basis für den Teig. Und zuletzt Mehl. Glattes, feines Mehl. Nach längerem Kneten wird der Teig kühlgestellt. Jetzt bereitet sie die Apfelfüllung vor. Das Wichtigste sind Äpfel. Grüne, saure oder auch Boskop kann man auch verwenden. Nur ich würde lieber Granny Smith nehmen, da es halt auch einen besseren Geschmack hat. Sie zerlegt die Äpfel in dünnere und dickere Scheiben und hält sie mit Zitrone frisch. Etwas rinnen. Danach kann man halt noch die Semmelbrösel dazugeben. Schön goldbraun in der Pfanne mit Butter geröstet. Jetzt wird der Teig in Mehl gewälzt und später ausgerollt. Jetzt drücke ich einfach die Enden, damit in der Mitte so ein kleiner Hügel entstehen kann. So. Ich mache jetzt einfach zwei Fäuste in der Mitte. Und jetzt kann ich einfach von der Mitte schön nach außen ziehen. Einfach so. Aber man kann auch gerne ruhig den Teig hochwerfen. Es wird jetzt sehr groß, aber das reicht jetzt auch. Das ist wirklich groß genug. Ich gebe es jetzt einfach auf mein Stuhltuch. Wir kommen jetzt auch zu unserer Fülle. Zuerst werde ich aber etwas kurz formen, so eine schöne runde Form, also recht Handgröße. Und dann mache ich jetzt einfach eine schöne Linie und baue eine Mauer, damit zum Schluss auch eine sehr schöne Form draus kommt. Sie sehen, ich habe etwas übrig gelassen. Somit kann ich einfach jetzt meine Fülle bedecken mit den Enden von dem Teig. Und jetzt kann ich Ihnen zeigen, wofür ich überhaupt mein Stuhltuch verwende. Ich hebe es einfach auf und es rollt sich dann auch von selber. Einfach eine schöne Tasche draus machen, auf das Blech geben und ausrollen. Passt perfekt, muss nicht formen, das sieht auch gut aus. Jetzt nehme ich nochmal geschmolzene Butter, bestreiche jetzt diesmal einfach den ganzen Apfelstrudel, weil nach dem Backen kriegt man eine sehr schöne goldbraune Farbe, einen tollen Geschmack und noch eine schöne Kruste oben drauf. Eine Stunde wird der Apfelstrudel bei 190 Grad Celsius gebacken und lauwarm serviert. Man kann ihn mit Vanillesoße, pur oder auch mit Schlagsahne genießen. Ein Verkaufsschlager im Café Residenz des Schlosses Schönbrunn.